Der Timmendorfer Strand. Urlaubsziel für unseren Lockvogel Klaus und seine Tochter. Nina! Hi, Daddy! Läuft alles? Ja. Nina hat eine große Leidenschaft. Sie gräbt gerne im Sand. Andere mögen lieber in der Sonne dösen oder die gute Seeluft genießen. Nina spuckt in die Hände und hebt Gruben aus. Das weckt irgendwann, wenn Sonne und Seeluft ihren Reiz verlieren, die Neugier der anderen Strandurlauber. Fleißig, fleißig. Ja, meine Tochter ist wirklich verrückt. Die will Bergbau studieren. Ja, so. Im letzten Jahr hat sie im Sandbogenwettbewerb Neuschwanstein nachgebaut. Weil die war als Kind schon so. Graben. Ja. Und die ist schon seit heute Morgen begeistert dabei. Man kann sie ich nicht aufhalten. Ich habe gedacht, irgendwas wird hier gebaut, hier da oben steht was. Ich dachte, das gehört dazu zusammen. Nee, da wird wohl gebaut. Was, ja. So. Ja, die Tüte wieder. Guten Tag. Letztes Jahr Neuschwanstein, dieses Jahr ist es vielleicht die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Gleich wie, Nina will wieder gewinnen. Jedenfalls verschwindet sie in den Tiefen von Timmendorf. Nina taucht wieder auf, allerdings nicht da, wo sie abgetaucht ist. Daddy? Ja? Ich hab's geschafft! Was? Ich bin durch! Ich hab's geschafft! Was? Was hast du geschafft? Ich bin durchgekommen, ich hab von da nach da gebuddelt. Aber, Daddy, ich glaub, da war's eine Leitung. Eine Leitung? Hier gibt's doch gar keine Leitung. Es ist okay. Aber guck mal, ich hab's geschafft. Siehst du das? Glaubst du mir jetzt? Und wie es hier Leitungen gibt. Kein Wasser. Die Dusche ist hier aus. Was ist denn hier? Bist du auf eine Leitung gekommen? Ich weiß nicht. Ich rauscht hier runter. Da kommt Wasser raus. Die Dusche ist wieder an. Jetzt hat sie aber Größe XXL. Und die beiden Badeurlauber haben einen Strandkorb in der ersten Etage. Fehlt nur noch eine Treppe oder zur Not eine Leiter. Aber das Ehepaar möchte seinen Resturlaub ohnehin lieber im Erdgeschoss verbringen. Ich möchte tatsächlich fast jedes Jahr an den See. Aber das ist mir zum ersten Mal sowas passiert. Das kann nur in Timmendorf passieren. Es kann nur in Timmendorf passieren? Ja. Also ich war alle Jahre mal in der Nordsee. Aber alles immer prima. Ich fahre jetzt öfter auch schon nach hier hin. Aber das hier zum ersten Mal. Das mittendrin, das hier durchgeht. Was kommt hier nicht von oben gerade runter? Der Techniker muss aber den Kopf gehabt haben. Vielleicht wissen diese Urlauber mit dem zusätzlichen Angebot ja mehr anzufangen. Lästert ihr schon wieder? Daddy, ich hab's geschafft. Was? Ja, wirklich, guck. Leider Gottes wird eine ganze Familie auseinandergerissen. Die Wasserspiele von Timmendorf sorgen für einigen Wirbel. Was ist passiert hier? Was ist denn los? Was machen Sie denn da oben? Warten Sie nicht, hol ich Rettungszug. Bleiben Sie sitzen. Schnell, hier. Moment. Wer einen Bund fürs Leben schließen will, braucht vor allem Liebe. Und das sichere Gefühl, dass die Liebe fürs ganze Leben langt. Bei diesem Brautpaar mangelt es nicht an Liebe, sondern an Trauzeugen. Aber was findet man nicht alles auf der Straße?
Entschuldigen Sie, dürfte ich Sie mal ganz kurz was fragen? Ja? Ich bin Assistentin vom Standesbeamten und wir haben da oben einen Notfall. Wir haben da ein Brautpaar sitzen und die Trauzeugen sind nicht gekommen. Die hängen in Paris am Flughafen fest und schaffen es nicht rechtzeitig hier zu sein. Jetzt brauchen wir dringend einen Ersatz. Hätten Sie ein paar Minuten Zeit? Sie müssen gerne. Eine gute Nachricht, wir haben zwei gefunden. Ach, wie zauberhaft, vielen Dank. Guten Tag. Guten Tag. Wie erstmal, hallo Krämer. Das ist ganz toll. Winterberg ist mein Name. Herr Winterberg. Ich freue mich, Sie kennenlernen. Och, was süß. Oh. Ach, der liebe Sam. Sie auch toll. Ja. Machen wir das. Sind Sie bitte nicht böse, das gibt es Zufall? Nein, vielen, vielen Sie herzlichen Dank. Sie haben es nicht so wenig wie wir damit gerechnet. Ja. Vor 43 Jahren war ich auch hier. Ach, hab ich gerade gesagt. Hier im gleichen Platz, hier auch in Wuppertal? Hier im Standesamt, ob das jetzt selbe Zimmer war, weiß ich nicht. Also, wie war der nochmal? Hat mir einer draußen erklärt, aber ist durch Krankheit oder was ist dazwischen gekommen? Unsere Trauzeugen sitzen in Paris immer noch fest. Das sind französische Freunde, die wollten kommen. Ja, aber die haben den Flieger nicht. Ach, jetzt geht's raus. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Kann Sie sitzen. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen hier im Standesamt in Wuppertal. Liebes Brautpaar, Sie haben sich entschieden, am heutigen Tage die Ehe zu schließen. Auch wenn Sie bereits vor der Eheschließung für Ihre Familien, Freunde und Bekannte als Paar galten, so leiten Sie mit Ihrem Ja-Wort. Läuft doch alles wie am Schnürchen. Der Standesbeamte weiß, was er tut, die Brautleute wissen, was sie wollen, die Trauzeugen sind auch mit Feuereifer dabei. Nur noch ein paar Formalitäten, dann sind die beiden ein Paar. Fragt sich so langsam nur, welche beiden? Miteinander verbringen. Ihr Geburtsdatum heute? 11.06.1937. Nehmen wir das. Dankeschön. So. So, darf ich Sie jetzt bitten, zu unterschreiben? Kommen Sie bitte zuerst. Kleinen Moment. Ja, ja, schon. Ohne Tusch. Hier bitte. Mit vollen Zunahmen. Voll, ja. Vor- und Zunahmen. Vielen Dank. Darf ich Sie jetzt bitten, direkt daneben. Nur noch eine Unterschrift. Wer achtet beim Standesamt schon aufs Kleingedruckte? Mit bisschen länger. Ja. Darf ich Sie jetzt bitten? Dankeschön. Jetzt schreiten Sie zur Tat, ja? Ja, gerne. Daneben, ja? Ja. Danke. Bei Herrn Winterberg werden wundervolle Erinnerungen wach. Jetzt fühle ich mich zurückversetzt vor 43 Jahren. Er weiß gar nicht, wie recht er damit hat. Es sind anwesend, Herr Meier, Frau Krämer, Herr Winterberg und Frau Löhr. Sie haben beim Standesamt der Stadt Wuppertal das Begehren zur Verkündung Ihres Eheversprechens gestellt und erscheinen heute, wie vereinbart, zur Trauung. Innerhalb der gesetzlichen Frist ist gegen Ihre beabsichtigte Eheschließung kein Einspruch erhoben worden und die Prüfung der eingereichten Ausweise und deren Unterschriften haben keine Ehehindernisse ergeben. Die Trauung kann somit vollzogen werden. Herr Winterberg, sind Sie mit dem Vollzug dieser Ehe einverstanden, dann sagen Sie es mit einem deutlichen Ja. Ja. Frau Müller, sind Sie mit dem Vollzug dieser Ehe einverstanden, dann sagen Sie es mit einem deutlichen Ja. Ja. Am 22. Mai 2003 sind vor dem Standesamt der Stadt Wuppertal erschienen, um die Ehe miteinander einzugehen, Herr Winterberg und Frau Löhr, die jetzt Frau Winterberg heißt. Ich gratuliere Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Wir möchten heiraten.
Wie ist Ihr werter Name? Bitte? Wie ist Ihr werter Name? Dr. Sommerfeld. Herr Dr. Sommerfeld, es ist hier ein Irrtum, wenn ich das mal eben ganz erklären darf, unterlaufen. Wir sind gerade hier unten als Trauzeuge angesprochen worden. Sonst wäre ich nicht in dieser Kluft gekommen. Pech gehabt, das sieht man beim Standesamt nicht mehr so eng. Am 22. Mai 2003 sind vor dem Standesamt der Stadt Wuppertal erschienen, um die Ehe miteinander einzugehen. Herr Finzel? Und Frau Samel, die jetzt Frau Finzel heißt, ich gratuliere Ihnen und wünsche Ihnen alles, alles Gute. Moment mal. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Wir sind Trauzeugen. Wir sind die Trauzeugen und das sind... Wir sind das Brautpaar. Nicht. Ich hab gehört, wir hätten als Trauzeugen unterschrieben, aber doch nicht als Brautpaar. Trauzeugen unterschreiben doch, aber doch nicht als Brautpaar. Schauen Sie, ich bitte. Ja, ich hab doch gesagt, ich bin ganz fertig, weil es hat ja geheißen, unterschreiben Sie bitte da. Ich habe mir das ja gar nicht durchgelesen. Sie haben ja auch korrekt unterschrieben. Da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, da muss man diese Papiere ungültig machen und das geht jetzt nicht, dass ich jetzt hier rausgehe und ich bin verheiratet, also ich bin bereits verheiratet und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das geht so nicht. Und wenn Sie sagen, es wird auf Polygamie verzichtet, also das ist ja jetzt, ich bin jetzt völlig überfahren worden, das kann nicht sein. Also, wissen Sie, es ist so, Sie haben mich leider unterbrochen, verstehe jetzt die Aufregung auch. Sie sind jetzt ein Ehepaar und der einzige Nachteil ist, wenn Sie dann wieder geschieden werden, ist, dass Sie im Register als geschieden eingetragen werden. Das ist ja heutzutage auch kein Problem. Der geht doch gar nicht, die ist doch verheiratet. Mit dem Amtsleiter sprechen. Ja, der soll doch mal herkommen, der Amtsleiter. Der kann doch nicht einfach von da hin. Nehmen Sie bitte Platz. Ja, also da denke ich mir genau, dass der Herr Amtsleiter mal kommen soll. Also bitte, das muss jetzt hier auf Anordnung und Stelle geklärt werden. Ich kann so jetzt nicht herausgehen, ich bin verheiratet. Die junge Frau ist quasi von ihren Gefühlen überwältigt. Und Sie müssen wirklich zivilgerichtlich schauen, dass Sie die Scheidung einreichen, weil von mir können Sie das nicht verlangen. Ich kann nicht heiraten, wenn man schon verheiratet ist. Wir sind doch beide verheiratet. Ich bin 43 Jahre verheiratet, Herr Doktor. Ich höre. Also Kinders, ich bin jetzt 65 Jahre alt. Also ich denke, das ist alles. Das ist fernsehreif. Das ist nicht so ernst. Das ist, was ist das? Fernsehreif. Das ist fernsehreif. Herr Winterberg. Herr Doktor Sommerfeld. Es gibt nur einen Ort, wo man diese Ehe annullieren kann. Und es gibt auch nur einen Mann, der diese Ehe annullieren kann. Dieser Mann heißt Frank Elstner. Stefanie Hertel und Stefan Ross sind bereits ein Paar. Ein Paar mit zwei Kindern. Heute schlüpfen sie in eine Verkleidung, denn sie und ihre Kinder haben etwas vor. Weißt du, was wir vier heute machen? Was denn? Wir legen heute mal ein Kindermädel rein. Cool. Kindermädchen? Ja? Nehmen wir doch gleich die da. Die, ja? Kindermädchen, stimmt. Ruf mal an. Ja, guten Tag, mein Name ist Hövels. Sie sind ein Kindermädchen? Ja. Haben Sie denn zufällig heute Nachmittag um 2 Zeit, auf meine Kinder aufzupassen? Ja? Super, danke. Tschüss. Ja. Setzen Sie sich erst mal hin. Ich habe schon gehört, Sie haben eine Geburtstagsfeier heute. Ja, ja, genau. Ihr Mann, das hat er mir gerade erzählt. Also das ist auch ganz top secret. Ja. Er weiß also nichts davon. Und ich gehe jetzt ein bisschen einkaufen. Ja. Muss noch ein paar Besorgungen dann für heute Abend machen. Wir wollen eine Überraschungsparty machen für unseren Papa. Also dann tschüss, bis später. Tschüss. Ruft an, wenn was ist. Soll ich euch erst mal ein bisschen von mir erzählen, damit ihr mich auch mal ein bisschen kennenlernt? Und haben Sie auch selbst Kinder? Ja, die sind aber schon groß. Ich habe zwei Töchter. Ja, und wissen Sie da vielleicht ein bisschen mehr drüber, weil mit dem Kinderkriegen, weil unsere Eltern, also die Geschichte glauben wir jetzt aber echt lange nicht mehr. So mit diesen Storchen. Echt? Ja, und mein Freund Kevin. Das haben eure Eltern euch erzählt? Ja. Und die Bienen, was haben die jetzt damit zu tun? Die haben überhaupt nichts damit zu tun. Okay. Es gibt Tiere. Und wer trägt dann das Kind aus? Die Mutter, die Frau. Habt ihr noch nie eine Frau gesehen mit einem Babybauch? Und was mit dem Storch? Ach komm, mach doch keinen Mist, ihr kennt das doch.
Ihr kennt das nicht? Wirklich nicht? Nein. Echt? Also, ich kann euch mal so viel sagen, dass es, natürlich gibt es Bienen, es gibt Ameisen, es gibt, was weiß ich, Reptilien, Schlangen. Und das sind Tiere und wir Menschen, Wir Menschen sind absolute Aufklärungsexperten. Wie soll ich euch das erklären? Ich fange mal ganz anders an. Wir machen das ganz anders. Also die Schlange zum Beispiel, oder das Huhn zum Beispiel, das legt Eier. Und die Eier, die man natürlich isst, aber hat meine Mama dann auch Eier gelegt? Nein, die Mama legt keine Eier. Auch Kindermädchen Nummer 2 ist eher der gelassene Typ. Aufklärung ist bei ihr kein Thema mehr. Da kann man getrost einen Schritt weitergehen. Hast du jetzt eigentlich einen Freund? Ja, eigentlich nicht wirklich. Also ich habe einen guten Freund momentan, aber ich bin nicht mit dem zusammen. Weil ich kenne einen Freund von Papa und der sucht gerade eine Freundin. Oh Gott. Soll ich den mal anrufen? Nein. Ach, ich frage einfach mal, wie alt er ist. Nein, nicht anrufen, bitte nicht. Ja, hallo, hier ist die Lara. Ich gebe dich mal weiter. Da ist jemand, der dich unbedingt kennenlernen will. Nur hallo sagen. Nur ganz kurz. Ganz, bitte. Nur ganz kurz. Was tut man nicht alles als Kindermädchen? Hallo, Entschuldigung. Die Lara, die hat jetzt einfach angerufen. Das braucht er nicht. Brauchen Sie nicht entschuldigen. Hallo, hier ist der Thomas. Hallo, ich bin Lisa. Ich bin heute nämlich beim Babysitten. Ach so. Hast du eine Telefonnummer von dir? Darf ich dir mal anrufen? Ja, warum nicht? Gut. Gell, darf mich freuen. Also mach's gut. Ja, ciao. Ja, Bussi, ciao. So schnell wird man verkuppelt bei euch, hä? Grüß euch. Papa ist da. Hallo. Hallo, Papa. Hallo. Sag mal, wie schaut's denn da aus? Ich weiß nicht, ich hab sowas noch nie erlebt wie ihr. Na, ich auch nicht. Also, Was nicht erlebt? Ja, das ist einfach von Anfang an, das ist hier voll das Chaos. Das ist die Vasen, oder was? Ja. Warte, ihr dann ruft ihre Tochter einfach irgendeinen Typen an, mit dem sie mich verkuppeln will, obwohl ich sag, sie soll es bitte lassen. Boah, nee, das kann doch nicht sein. Hey, ich hab noch 5 Puzzleteile gehabt, oder 10 maximal. Na und? Ein schönes Puzzle legt man gerne auch zweimal. Das ist 3 Wochen war ich da dran. Was ist denn hier los? Was machst du? Ja, ich habe ein Kindermädchen bestellt. Ich wollte eine Überraschung bereiten für heute Abend, für den Geburtstag, also für die Party. Aber mir wird das jetzt echt zu viel. Ich gehe jetzt. Warum? Bleib es doch bitte schön hier. Warum? Ich komme jetzt halt verarscht. Irgendwas ist hier. Papi, ich habe dir ein ganz schönes Bild zum Geburtstag gemalt, aber eigentlich, Sie können es jetzt haben. Ja, was ist denn das? Verstehen Sie Spaß? Ich weiß, dass Sie nicht Spaß. Herzlich willkommen in der Fernsehsendung. Verstehen Sie Spaß? Wenn Peter Kraus auf der Bühne steht, dann hat er Musiker im Rücken, auf die er sich absolut verlassen kann. Bei seiner Band sitzt jeder Ton, jeder Einsatz kommt auf die Sekunde genau. Wenn sie nicht, wie in diesem Verstehen-Sie-Spaß-Klassiker, vom Teufel geritten wird und der Schlagzeuger zum ersten Mal dabei ist. Von der Zeit singen. Sehr lautes, so junge Gesichter. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt wollen wir was aus der Zeit singen, ja? So ein schönes altes Medley. Ein paar sind schon da, die sich vielleicht erinnern. Wir werden ja sehen. Machst du mal? Okay. Oh, 1, 2, 3. Hatte der Chef nicht was von schneller gesagt? Na dann eben nicht. Aber falsch, warte.
Geld versagt. Komm, jetzt fangen wir an. Stopp. Sei nicht böse, aber pardon. Wir machen heute zum ersten Mal die Tempis. Konnte nicht stimmen. Er kann sich das alles nicht merken. Wirklich nicht. Der Junge hat so gearbeitet heute. Keine Sorge. Nicht nervös werden deshalb. Aber sonst kennen wir ihn. Der Schlagzeuger ist allerdings nicht immer schuld. Und zwar in dich, Signorina. Sag mal! Was spielt ihr? Ja. Das haben wir doch. Das ist doch Conny Frubis, oder? Das haben wir doch. Du hast es doch immer gesungen mit der Conny. Ach so, ihr wolltet mich verkohlen. Ich glaube, ich will mich verkohlen. Was heißt verkohlen? Ich spiele hier, pack die Badehose ein. Ich bin doch nicht die Conny. Hallo, Peter! Und da ist die Frau, die heute mit der Band geprobt hat, Paola. Sabine, mein Peter, du weißt, was sowas tut. Du verstehst dich aus Spruch. Beim Karaoke ist der Schlagzeuger übrigens nie schuld. Feel the night you say that love has run to you. I thought you were my kind. I thought that I could never feel for you. The passion and love you were feeling, and so you left me. So today, from Sarah with love, she could you never say, dreaming of. She never found the words to say, but I know that today she's gonna send her letter. Love, she took your picture, impossible, and say, it is true. All I love is you. Don't make a will which don't know from Sarah with love. The love she is dreaming of. She never found the words to say, but I know that today she's gonna say her love to you. She got another chance. You are thinking of. Choose every little. I know her heart is never again. I'm sour with love. Come on. Hope Sarah with love. Bravo, bravo. Das war wirklich spitze. Naja. Wir denken, diese Familie gehört ins Fernsehen. Darum herzlich willkommen in der Fernsehsendung Verstehen Sie was?